Es kommen diese Woche neue Bände aus unseren Jugend-Graphic-Novel-Programmen Ink und Kids raus, also Panini Ink und Panini Kids. Da hatten wir es ja in unseren Tipps schon mal davon. Und wie gesagt, diese Woche kommen neue Sachen raus und da möchte ich ein paar vorstellen. Heute fangen wir mal an mit etwas aus dem Bereich Panini Kids und zwar Swamp Kid. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, diese Graphic Novel für Jüngere, die finde ich einfach super. Also diese Graphic Novels für Jüngere, hier bei Kids so ab 8 Jahren, bei Ink ab 13 Jahren, also eher so für junge Erwachsene, die treffen genau mich. Also ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich finde sie einfach genial. Hat es ja früher nicht gegeben. Graphic Novels für Jüngere, da hat man immer gesagt, für die Jüngeren muss man es so kurz wie möglich machen. Jetzt eben verschiedene Graphic Novels. Und hier aus dem Kids-Bereich, Swamp Kid, das ist wirklich etwas vom Witzigsten, was ich seit langem in den Fingern hatte. Habe das in einem Rutsch durchgelesen und dachte so, ja, also da muss ich nicht Kid dafür sein, um das zu mögen. Aber wenn ich Kid wäre, würde ich es auch mögen. Also ist auf jeden Fall was ihr auch problemlos euren Kindern geben könnt. Das geheime Tagebuch von Swamp Kid. Ja, Swamp Kid, das ist der junge Russell Wainwright. Der ist einfach so schon als Baby gewesen. Seine Selbstbeschreibung kann ich euch mal gleich eben zeigen. Swamp Kid zeichnet sich durch diverse Dinge aus. Ja, machen wir es erstmal scharf, genau. Zeichnet sich durch diverse Dinge aus. Unter anderem eine Frisur aus Entengrütze, Gesichtsranken, baumstarker Mega-Arm und aber leider auch ein Möhrenfinger und noch vieles andere. Ja, er ist quasi als Gemüse zur Welt gekommen und versucht jetzt innerhalb dieses Bandes herauszufinden, wie das eigentlich sein kann. Also wer er ist, wo er herkommt, woher er diese seltsamen Fähigkeiten und vor allem diese seltsame Aussehen hat. Das Ganze schreibt er in einem Wissenschaftsjournal auf, das also seine Forschung schreibt er in einem seine Erkenntnisse in einem Wissenschaftsjournal, das eben dann sein geheimes Tagebuch ist. Deswegen darf man das auch gar nicht lesen, steht vorne drin. Ich habe es trotzdem gelesen und hatte sehr viel Spaß dabei. Er und seine beste Freundin und noch ein paar andere, die ihm helfen, ziehen also los in den Wald und schauen mal, was sie da so alles finden an Hinweisen dort, wo er nämlich gefunden wurde. Und unter anderem treffen sie dabei dann eben auch auf das Swamp Thing. Das kennen wir ja nun durchaus und tada, da haben wir ihn dann auch schon im Bilde. Genau, hier haben wir ihn im Bilde. Und der klärt ihn auf, dass er wahrscheinlich von demselben Serum etwas abbekommen hat, das eben das Swamp Thing in Swamp Thing verwandelt hat. Und außerdem zeigt er eben so ein bisschen ein paar Tricks, wie er seine Kräfte einsetzen kann. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil Swamp Thing selber wird gejagt von ein paar Bösewichten und die wiederum treffen dann aber auch auf Swamp Kid und die müssen sich dann gegenseitig helfen, um eben hier durchzukommen. Wie das Ganze abläuft, das verrate ich euch nicht, ist aber sehr, sehr, sehr witzig. Genauso wie eben die Gesamtdarstellung. Das Ganze ist nämlich wirklich wie ein Tagebuch gemacht, das er selber illustriert hat, also der besagte Russell Wainwright. Und mit relativ viel Text und trotzdem überschaubar, also es macht einfach Spaß. Und zwischendurch gibt es dann eben doch auch immer wieder echte Comic-Episoden, wie hier der Endkampf, aber da möchte ich wie gesagt nicht allzu viel davon vorwegnehmen. Ups, wo ist es denn? Da ist es. Ah ja, sehr schön. Aber insgesamt hatte ich an dem Ding unglaublich viel Spaß. Gezeichnet und geschrieben hat es übrigens Kirk Scruggs. Der ist vielen bekannt von verschiedenen anderen Sachen, die er in den USA schon gemacht hat. In Deutschland nicht ganz so bekannt. Aber ich hoffe, dass man von ihm noch mehr sehen wird innerhalb dieser Reihen. Und das hier ist wirklich ein heißer Anwärter für mich auf das Jugendcomic des Jahres. Und deswegen würde ich mal sagen, holt's euch im Auftrag eure Kinder und dann lest selber.